Spaß haben, ablachen und einfach mal abschalten. All das bietet das Theater Pforzheim dank Francis Webers Boulevardkomödie Dinner für Spinner, die am 11. März Premiere feiert. Bin ich besser fürs Kreuz? Ja, dachte ich auch. Aber Dr. Archambault hat gesagt, Eis. Regelmäßig erfreuen sich der erfolgreiche Verleger Pierre Prochain und seine wohlhabenden Freunde an einem Dinner mit Spinnern. Die Regeln sind klar, zu den Dinnerpartys laden sie möglichst peinliche Gäste ein, mit dem einzigen Zweck, sich heimlich über sie lustig zu machen. Wer den größten Spinner mitbringt, gewinnt einen Preis. Ich gehe ins Bett. Machen Sie das Licht aus, wenn Sie gehen. Sind Sie sicher, dass ich den Maurice Ich bin bei Professor Dr. Archambault. Er leitet die gesamte Räumeabteilung im Cauchy-Hospital. Ich brauche keinen Maurice. Besonders reizvoll ist es. Die Genauigkeit im Tempo und die schnellen Brüche, also von dem einen Gemütszustand in den anderen wechseln, ohne großen Ansatz, weil immer wieder was passiert. Die Figuren müssen sehr wach und sehr lebendig sein und das macht den Reiz aus bei diesem Stück. Er hat Marlene angerufen. Das ist nicht die Schwester. Von wegen? Das ist eine Verflossene von mir. Eine spiritualistisch angehauchte Irre, die behauptet, wir hätten dasselbe Karma und die mich ihren Bruder nennt. Das konnte ich doch nicht wissen. Ich fragte, wer ist im Apparat? Sie sagte, seine Schwester, geben Sie zu. Das ist irreführend. Diesmal ist Pierre siegessicher, denn er hat einen ausgemachten Weltklasse-Trottel gefunden. François Pion. Der ist aber nicht nur leicht lächerlich, sondern auch ungemein hilfsbereit. Dumm nur, dass Pierre einen Hexenschuss ereilt, als er gerade zur Party will. Und noch dümmer, dass der Spinner Pion plötzlich vor der Tür steht und, weil das Dinner für Spinner ja ausfällt, es sich stattdessen in Pierres Luxus-Apartment gemütlich macht. Aber nein, das geht nicht. Also in der Boulevardkomödie ist es ganz wichtig, Reaktionen groß auszustellen auch. Es ist alles ein Ticken mehr als normal. Die Menschen sind in einer Notsituation und ein Witz ist erst immer ein Witz, wenn auch ein wirkliches Drama stattfindet. Und dieses Drama muss sehr deutlich und dick gespielt sein. Dann hat der Zuschauer seinen Spaß. Aber bitte. Pion löst in allerbester Absicht eine Katastrophe nach der nächsten aus und stellt in kürzester Zeit die Wohnung und das Privatleben von Pierre komplett auf den Kopf. Heute Abend reißt es nicht ab, was? Pierre geht da durch das Fegefeuer in diesem Stück. Er kriegt alles zurück, was er jemals ausgeteilt hat. Das sagt er auch am Ende vom Stück. Und wir wissen nicht, ob er was daraus lernt. Wir hoffen es bloß. Ja, es wäre ihm zu wünschen und eigentlich auch jedem anderen, der den einen oder anderen missbaut. Ist sie verrückt? Sie meinen etwa nicht? Sie wissen ja, wen die sich ausgewählt hat. Würden Sie jetzt bitte verschwinden? Guten Abend, Monsieur Prochain. Seien Sie auch dabei und genießen Sie einen intensiven und humorvollen Abend im Theater Pforzheim. Ich weiß es immer.